So, an alle diejenigen, die gerne mit dabei sind, den Herrn zu loben. Komm rein, du musst dich gar nicht erst hinsetzen, du kannst gleich stehen bleiben. Denn es ist Zeit, um Gottes Namen groß zu machen. So, kommt rein und wer noch nicht drin ist, nimm die Brezel mit hier rein und mach den Namen des Herrn groß. Hier bin ich, um dich zu finden. Hier bin ich, um dich zu finden. Denn du schenkst mir Gnade her. Anbetung soll mein Opfer sein. Erhoben bist nur du allein. Ich kann nicht anders, als dich zu finden. Gut, schön, dass ihr pünktlich zurück seid. Vielen Dank auch an das Team. Ihr dürft euch setzen. Und wir kommen ja jetzt zu unserem zweiten Seminar. Es geht um das Thema der Heilige Geist in der Gemeindeentwicklung. Wir wünschen uns ja alle, dass unsere Gemeinden vorwärts gehen. Und unser Leiter für die Inlandmission, Wilfried Mann, wird das Seminar machen. Zuvor noch ein paar wenige Bekanntmachungen. Einmal will ich fragen, ist noch jemand da, der das Zeichen der Konferenz nicht bekommen hat? Und das Zeichen der Konferenz ist dieses Armband. Es ist entweder blau oder gelb. Wenn es noch jemand gibt, der sich sozusagen noch nicht registriert hat, ist einfach wichtig, weil wir ja hier ein 3G-Konzept haben und auch für das Mittagessen. Jeder braucht so ein Armbändchen. Wenn du da bist und noch kein Armbändchen hast, bitte geh jetzt rüber in Forum 5, durch die Türe durch oder auch hinten, im Prinzip gegenüber
Forum 5 heißt der Raum, da ist der Andreas Langermann, da bekommt ihr noch die Registration, euer Armbändchen und seid dann ganz offiziell dabei. Danke für euer Verständnis hier, das muss einfach vom Schutzkonzept so entsprechend sein. Wir haben jetzt das Seminar und ich gebe gleich einen Ausblick, dann ab 12 Uhr ist Mittagessen, wir haben das in zwei Schichten, erst die blaue Schicht, dann die gelbe Schicht, beherzigt das bitte. Und um 14 Uhr haben wir hier statt der Bundesversammlung und ich möchte euch einfach bitten, seid pünktlich. Es wird gebeten, dass nur über den zentralen Eingang der Einlass gemacht wird. Die, wo delegiert sind oder ordiniert, die müssen dann einfach auch eine Unterschrift leisten, weil wir haben ja Wahlen. Wir müssen die Anwesenheit von dem her sauber feststellen. Und sei da einfach diszipliniert. Und ich möchte auch bitten, dass alle, wo Wahlrecht haben, dann in diesem Flohbereich Platz nehmen. Und alle, wo Gäste sind, wo einfach mit dabei sein wollen, bitte nehmt einfach hinten Platz, damit wir einfach wissen, wegen der Austeilung der Stimmzettel, das vereinfacht die Prozesse. Noch eine Ankündigung von Carlo de Böhringer. Er hat ein neues Buch geschrieben, beziehungsweise von der Seitenzahl sind es eigentlich zwei. Lang hat es gedauert, deshalb ist es auch so dick geworden. Es ist erstaunlich, was die Bibel über das Glück bei Gott alles zu sagen hat. Je mehr ich da drin geforscht habe, umso dicker ist das Buch geworden. Aber jetzt ist es endlich fertig. Und weil es leider 20 Euro kostet, mache ich heute einen Sonderpreis. Einführungspreis 25% billiger, 15 Euro. Und noch ein Angebot. Jeder aus einer Gemeinde kann so viel mitnehmen, wie er will, ohne zu bezahlen, zu Hause verkaufen in der Gemeinde und dann uns das Geld überweisen. Ist das ein Angebot? Wir haben genügend da. Hinten meine Frau Christa, die ist meine Sekretärin, die wird alles notieren, gibt euch unsere Kontonummer und so weiter. Alles vorbereitet. Gott segne euch. Einen ganz herzlichen guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. War das nicht fantastisch heute Morgen, was wir gehört haben? Gott ist so gewaltig. Auch gestern Abend schon, ich war begeistert und mir ist etwas hängen geblieben. Back to the roots. Das ist mein Gebet auch für unsere Bewegung, für unsere Gemeinden. Ich bin ja schon seit Sonntag hier. Ich war auf der Jugendleitertagung und hatte das Vorrecht, zu Ihnen sprechen zu dürfen und ich habe Ihnen zugerufen, ich wünsche mir eine Jugend voll des Heiligen Geistes. Ich wünsche mir eine Jugend, die eine Revolution ist für unser Land. Und ich möchte das heute Morgen ein bisschen erweitern. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die voll Heiligen Geistes ist. Eine Gemeinde, wo Zeichen und Wunder geschehen, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und wo wir hinausstrahlen in die Welt. Dieses Thema, der Heilige Geist in der Gemeindeentwicklung, ist für mich so etwas Wichtiges und Zentrales geworden, währenddem ich mich vorbereitet habe. Ich wünsche mir auch eine Gemeinde, die Menschen entwickelt. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die prägend ist. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, die Einfluss hat. Das sind die drei Hauptpunkte heute Morgen. Aber ich möchte ein bisschen weiter vorne anfangen. Gemeindeentwicklung ist immer auch Menschenentwicklung. Und ich wünsche mir, dass Gemeinde stark wird, dass Gemeinde wächst, dass Gemeinde zunimmt,
dass wir nicht irgendwie eine Subkultur sind am Rande eines Dorfes oder am Rande einer Stadt, von der man nichts weiß, wo man sich einfach interner trifft und seine religiösen Pflichten abarbeitet. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die lebt. Du auch? Ich wünsche mir eine Gemeinde, die voll Heiligen Geistes ist und voller Kraft. Ich möchte mit einem Bild starten. Ich liebe das Meer. Das Meer ist so etwas fantastisch Schönes, wenn du am Strand stehst, die Brandung siehst, den Wind spürst. Das ist etwas ganz Herrliches für mich. Andere lieben Berge, ich übrigens auch, vor allen Dingen beim Skifahren. Aber bleiben wir mal beim Wind und beim Meer. Wenn ich dann am Meer stehe und ich bin an vielen Meeren gestanden und ich rausschaue und ich sehe diese Segelschiffe, wie sie sich ohne Diesel, ohne Motor bewegen, im Wind bewegen, dann entdecke ich etwas und das ist etwas Gewaltiges. Wenn du ein Segelschiff klar machst, damit du rausfahren kannst, dann setzt du als erstes die Segel. Und wenn alles getan ist, dann schaust du ganz nach oben. An der Spitze des oberen Mastes ist ein kleines Fähnchen. Und dieses kleine Fähnchen zeigt dir, woher der Wind kommt. Warum musst du auf dieses Fähnchen achten? Weil man Wind nicht sieht. Okay? Du siehst den Wind nicht. So, du siehst, wo der Wind herkommt. Und dann richtest du dieses Schiff aus in diesen Wind hinein. Und dann spürst du plötzlich, wie der Wind das Segel ergreift und wie von unsichtbarer Hand das Boot nach vorne gezogen wird. Eine unglaubliche Kraft entfaltet sich und dieses Schiff jagt über das Meer. Und es ist ein gewaltiger Moment, wenn das losgeht. Wenn wir dieses Bild übertragen und das Boot für die Gemeinde steht und der Wind für den Heiligen Geist, wird deutlich, wie elementar wichtig der Heilige Geist ist. Dieser Wind, wenn wir den nicht haben, dann dümpeln wir mit unserem Schiff vor uns hin und kommen nicht vorwärts. Deswegen brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja! Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend wichtig. Der Heilige Geist bleibt für uns zwar unsichtbar, aber in seinem Wirken und Handeln wird er sich zeigen. Denn sein übernatürliches Handeln wird sich in der natürlichen Welt auswirken. Wir schlagen mal eine Bibelstelle auf, und zwar Jesus beschreibt es in Johannes Kapitel 3. Sehr, sehr, sehr deutlich. Johannes Kapitel 3, Vers 5 bis 8. Da sagt Jesus zu Nikodemus: Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neugeboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Nur wer durch Wasser und Geist, durch das Wasserbad des Wortes Gottes und durch den Heiligen Geist, das ist Voraussetzung. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Halleluja. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Und jetzt kommt Vers 8. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erkennen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Was ist das nicht für ein schöner Moment gewesen, als du von Neuem geboren wurdest? Freust du dich heute noch darüber? Du darfst trotz Maske mal jubeln. Das ist, ja, klasse, super. Das ist fantastisch. Wir sind von Neuem geboren worden durch diesen Wind des Heiligen Geistes. Ich möchte es mal mit diesem Bild beschreiben. Und diesen Wind des Heiligen Geistes, den brauchen wir ganz neu in unseren Gemeinden und zwar im ganzen Land. Ganz, ganz stark. Wir wissen, dass Gott lebendig ist, aber erleben wir auch einen lebendigen Gott? Ich sage das noch einmal, wir wissen, dass Gott lebendig ist, aber erleben wir auch einen lebendigen Gott.
Wenn du nie den Wind und seine Kraft erlebt und gespürt hast, fehlt dir etwas Elementares. Ich sag noch einen prägnanten Satz. Christsein heißt nicht nur, ich weiß was, sondern ich erlebe was. Amen. Noch einmal. Christsein heißt nicht nur, ich weiß was, sondern auch ganz deutlich und stark, ich erlebe was. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person, die unsagbar heilig, unsagbar sensibel und mitfühlend ist. Es ist gut, sich immer wieder kritisch zu hinterfragen, auch als Pfingstbewegung. Amen. Wir haben den Heiligen Geist nicht gepachtet. Deswegen, ich möchte uns herausfordern, gerade als Pfingstbewegung, dass wir wieder hineingehen in dieses große Thema des Heiligen Geistes und seiner Kraft und seiner Gaben und seiner Auswirkungen. Die Frage, die ich hier noch stellen möchte, ist dir: Führt unsere Lehre, führt unser Gemeindeleben zu Erlebnissen mit Gott? Das ist eine Riesenfrage. Ich sag's noch einmal. Führt unsere Lehre und unser Gemeindeleben zu Erlebnissen mit Gott? Wenn wir erkennen, dass der Heilige Geist in seiner Macht und Herrlichkeit grenzenlos ist und er eins ist mit dem Vater und dem Sohn, dann werden wir ihm unser Leben Tür und Tor öffnen und ihn einladen zu kommen und in uns zu wohnen und durch uns zu wirken. Möchtest du das auch? Amen. Halleluja. Der Heilige Geist ist eine liebenswerte Person, die mit uns tiefe Gemeinschaft leben will. Er ist, wie Jesus sagt, der Beistand, der Tröster, der Rechtsanwalt, der, der an deiner Seite ist, der, der hineinsprechen möchte in dein Leben. Der Heilige Geist ist der, durch den Jesus in dir lebt. Und vom Heiligen Geist wird Jesus in dir schön, herrlich und großartig dargestellt. Halleluja. Das ist so etwas Gewaltiges. Deswegen geht es zuerst darum zu verstehen, dass er eine Person ist, die Kraft gibt, die Gaben verteilt und die Jesus groß macht. Mir hat es gefallen vom Peter heute Morgen, dieser Werkzeugkasten und sein Beispiel mit Hammer und Nagel oder weiß ich was dort. Ich sage dir, wir haben so eine gewaltige Ausrüstung, wo wir hineinwirken können in unsere Gesellschaft. Und oftmals versäumen wir es, weil unser Werkzeugkoffer leer ist. Oder wir ihn nicht dabei haben. Oder was auch immer. Ich möchte uns herausfordern. In der Beziehung mit ihm gibt er Kraft. Und in der Beziehung mit ihm schenkt er seine Gaben. Wir haben ein neues Leben durch Jesus bekommen. Wir sind ein neues Gefäß geworden, damit Gott in uns wohnt, durch den Heiligen Geist. Und jetzt schau, Gott möchte uns mit seinem Geist füllen. Amen. Immer wieder neu. Er möchte uns mit seinem Geist füllen, um Jesus über alles andere zu lieben und ihn zu verehren, damit wir Menschen zu ihm führen und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und Erlösung erfahren. Deswegen ist der Heilige Geist in unserem Leben. Deswegen ist er ausgegossen worden, um unseren Dienst den Power zu geben, den wir brauchen. Amen. Damit Menschen überzeugt und überführt werden von Sünde. Damit Menschen errettet werden und neues Leben erhalten. Das bedeutet Christsein und dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Allein das, was ich jetzt schon ausgeführt habe, da möchte ich das unterstreichen mit folgendem Satz. Hier liegt das Geheimnis der Gemeindeentwicklung und des Gemeindewachstums. Amen. Noch einmal. Hierin liegt das Geheimnis der Gemeindeentwicklung und des Gemeindewachstums. Deswegen rufe ich uns allen zu, lasst uns die Segel setzen. Ja, gib mal dem Herrn einen Applaus. Lasst uns die Segel setzen.
Warum kann ich das so kühn sagen? Der Heilige Geist ist ausgegossen, der Wind ist da. Nur wir schauen zu wenig auf das kleine Fähnchen. Und wir richten zu wenig unsere Segel aus. Ich möchte dich ermutigen, mach das ganz neu. In Antiochien wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Das können wir in Apostelgeschichte 11, 26 lesen. Jetzt können wir mal die nächste Folie bringen. Sie folgten Jesus nach. Das heißt, sie folgten Christus nach und sie taten das, was Christus tat. Halleluja, was taten sie? Das Reich Gottes wurde durch sie verkündigt. Gefangene freigesetzt, Kranke geheilt, Tote auferweckt, Dämonen ausgetrieben und Gottes Gnade und Erlösung in Christus verkündigen. Das taten die ersten Christen und da sollten wir anknüpfen. Amen. Absolut anknüpfen. Nächste Folie. Wie konnten sie das tun? In der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir mit ihm erfüllt sind, werden wir auch seine Kraft empfangen. Halleluja. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Was für eine Verheißung. Ich weiß jetzt nicht im Detail, wo du herkommst. Vielleicht von Mannheim oder von Almersbach oder von Krewinkel oder von Bad Säckingen. Wo immer. Das ist der Ausgangspunkt. Und dann geht's hinaus in die Welt. Aber zuerst einmal in unseren Ort. Amen. Absolut in unseren Ort. Pfingsten ist aus Liebe passiert, weil wir gesandt sind und weil Gott uns berufen hat, Licht und Salz zu sein. Halleluja. Licht und Salz zu sein, weil uns der Himmel geschickt hat, die Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Und so möchte ich uns herausfordern, dass wir wieder sagen in unserem Herzen, Herr, wir möchten nicht nur theoretisch von Zeichen und Wundern wissen oder immer wieder hören, dort geschieht's, da geschieht's, hier geschieht's. Wir möchten es an unserem Ort erleben. Wer macht mit? Halleluja. Ich möchte mich nicht mehr vertrösten lassen damit, dass es heißt, ja, weißt du, in diesen Ländern, wo man kaum Hilfe kriegt im normalen Fall, da ist der Glauben halt höher. Nein, auch wir hier in der westlichen Welt können die Kraft Gottes erleben. Sie ist dieselbe. Wir wollen uns ausstrecken als Gemeinde. Einer der größten Verführungen in unserer Zeit besteht darin, Jesus nur als einen coolen Typen zu sehen. Oder vielleicht bestenfalls als Friedensstifter oder der wahre Wohltäter überhaupt. Christus bedeutet jedoch der Gesalbte. Also der, der die Salbung des Heiligen Geistes hat, der jedes Joch zerbricht. Halleluja. Halleluja, das begeistert mich. Er ist der, der jedes Joch zerbricht. Und wir brauchen diesen Jesus vorgestellt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist in der Gemeindeentwicklung. Wir brauchen es so sehr, mit dem Heiligen Geist in enger Verbindung zu leben und seine Kraft zu bekommen, wenn wir sehen wollen, dass das Reich Gottes in unserem Leben expandiert. Wer möchte, dass das Reich Gottes in Deutschland expandiert? Wirklich expandiert? Weißt du, ich möchte keine lockeren Sprüche machen über Erweckung und all diesen Dingen, die wir vielleicht schon Jahrzehnte gehört haben. Ich möchte uns herausfordern, Hand anzulegen an den Flug. Amen. Ich möchte uns herausfordern, dass unsere Worte in unsere Hände kommen. Dass unsere Worte in unsere Herzen kommen, dass unsere Worte in unsere Füße kommen, dass wir uns bewegen in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, ich weiß, es ist nicht unsere Stärke, denn die Bibel ruft uns auch zu, der Schwache spreche, ich bin stark. Und ich sag dir eins, der Heilige Geist ist die Kraft, die wir alle brauchen. Ob wir uns nun schwach fühlen oder stark oder weiß ich was, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja.
Noch einmal diesen Satz. Hier liegt das Geheimnis der Gemeindeentwicklung und des Gemeindewachstums. Gott hat so viele Wege eingerichtet, wie wir ihn erleben können. Und das finde ich so fantastisch. Er gibt uns nicht einen Auftrag und sagt, jetzt macht mal. Sondern er gibt uns alles dafür, dass sein Auftrag gelingt. Amen. Ist das nicht gewaltig? Das bewegt mich von ganzem Herzen. Gott hat so viele Wege eingerichtet, wie wir ihn erleben können. Ein Weg sind die Gaben des Geistes. Wir können die nächste Folie sehen. Die Gaben des Heiligen Geistes sind vielfältig. Es sind Geschenke der Gnade. Stimmt das? Geschenke der Gnade. Und sie dienen dazu, einzelne Personen und die gesamte Gemeinde zu fördern, zu erfreuen und zur Nachfolge zu ermutigen. Halleluja. Und ich habe das mal aufgeteilt. Wir haben Offenbarungsgaben. Ein Wort der Weisheit. Brauchen wir das? Ein Wort der Erkenntnis. Brauchen wir das? Ein Wort der Erkenntnis. Und dann die Unterscheidung der Geister. Jetzt wird's spannender, gell? Wie Erkenntnis und Weisheit. Aber ich sag dir, wir brauchen alle drei. Wir brauchen die Kraftgaben, Glauben, Gaben der Heilungen, Wirkungen von Wunder. Auf meinen vielen Reisen in den letzten 40 Jahren habe ich immer wieder gesehen, was Gott tut. Und ich sage dir, das, was Gott tut, ist so gewaltig. Es ist so dermaßen gewaltig, dass du denkst, du meine Güte, kann das wirklich geschehen? Ich weiß noch, in den 80er Jahren, wir waren in Südafrika, in Hammanskraal, mit dem kleinen gelben Zelt von Reinhard Bonke. Kleines gelbes Zelt, 10.000 Leute gingen dort rein. Und ich weiß noch, wie heute, wir hatten einen Evangelisationsabend nach dem anderen. Und dann an einem Abend kam eine christliche, in Anführungszeichen, Jugendgruppe und wollte sich mal anschauen, wie so eine Crusade funktioniert. Und dann kamen sie und haben gesagt, ja, wir glauben auch an einen lebendigen Gott. Nur wir glauben nicht mehr, dass Gott heute noch heilt. Punkt. Ich dachte, das wird eine interessante Diskussion nach der Veranstaltung. Das wird spannend. Und dann kam diese Zeit, wo die Menschen zu Jesus kommen konnten, gerettet wurden. Und dann kam die Zeit, wo für Kranke gebetet wurde. Michael Collisang damals hat an diesem Abend für die Kranken gebetet. Er bekam das auch mit, was diese Jugendgruppe gesagt hat. Und dann geschah Folgendes. Es kam eine Frau nach vorne. Sie war total blind. Ihre Augen, konntest du sehen, die waren kaputt. Und dann machte Michael Folgendes. Und das war für mich so was Herausforderndes. Er rief diese Jugendgruppe. Er sagt, kommt mal her. Stellt euch mal jetzt im Kreis um uns herum und schaut zu, was Gott tut. Ich dachte, Michael, wie kannst du das sagen? Du weißt doch nicht, ob das jetzt geschieht. Wie blamabel, wenn nichts geschieht. Das sind wir, gell? Das sind wir. Und dann betete er für diese Frau. Und ich sage dir, in einem Augenblick wurde diese Frau sehend, ging ohne Stock und ohne Hilfe auf die Bühne und hat ihr Zeugnis gegeben. Diese Jugendgruppe hättest du sehen sollen, die sind aus dem Stand einen Meter hochgesprungen. Und Diskussion war nicht mehr nötig. Ja, sag mal. Halleluja, das ist Gott. Ich sage dir, wir brauchen diese Gaben. Wir brauchen die Sprachengaben, verschiedene Arten von Zungen, Auslegung von Zungen, Prophetie. Ein weiterer Weg. Und all das bewirkt der Heilige Geist und möchte es bewirken in unseren Gemeinden. Ein weiterer Weg sind die Dienstgaben. Es sind äußerst nützliche Dienstgaben, der für die Gemeinde oder die Gemeinde dienen sollen. Die Gaben, die die Gemeinde auferbauen, ermutigen und in ihrer Sendung stark und außerdem höchst attraktiv machen. Das, was Gott der Gemeinde durch den Heiligen Geist gibt, macht Gemeinde attraktiv. Amen. Amen. Macht Gemeinde attraktiv. Zunächst einmal 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11. Jeder soll dem anderen... Jeder, klasse, sage ich dir, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Ist das nicht gewaltig?
Es geht nicht darum, wer ist der Höchste im Reich Gottes, sondern es geht darum, dass wir von Gott beschenkt werden durch den Heiligen Geist und ein jeder diene mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und damit werden wir als Gemeinde ein Kraftpaket. Amen. Ein Kraftpaket der Gegenwart Gottes, der Herrlichkeit Gottes. Das möchte ich euch zurufen. Das geht aber weiter hier. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden? Dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeitet er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Halleluja! Ist das nicht gewaltig? Aber dabei bleibt es nicht stehen. Es gibt auch einen fünffältigen Dienst der Gemeinde. Lassen wir mal die Folie sprechen. Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gemeinde jedem zugedacht hat. Und so hat Christus dann auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche alle Gemeinde leiten, die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Wäre das nicht fantastisch, wenn alle fünf Dienste in deiner Gemeinde sind? Wäre das nicht fantastisch, wenn alle fünf Dienste dort aufpoppen? Ich sage dir, das ist gewaltig. Apostel, Diener Jesu Christi, der die Aufgabe hat, Gemeinde zu gründen, diese zu stärken und die örtlichen Gemeinden zu beaufsichtigen. Was wir brauchen in der Gemeinde Gottes KDÖR Deutschland sind Apostel. Das ist aber jetzt ruhig geworden. Wir brauchen Apostel, wir brauchen neue Gemeinden in unserem Land. Es gibt so viele weiße Flecken, so viele, die Gott nicht kennen. Und wenn ich manchmal durchs Land fahre und ich bin in einer Stadt mit 300.000 Einwohnern und ich sehe dort die kleine Gemeinde mit 20 Leuten und dann gibt es meistens noch eine Megagemeinde mit 200 Leuten und dann gibt es vielleicht noch eine mit 100 und irgendwann sind wir bei 1.000 und dann nehme ich 1.000 gegen 300.000 und denke, mein Gott, wo sind wir? War das zu kritisch? Ich hoffe nicht. Ich möchte herausfordern, dass wir unseren Blick weiten. Dann haben wir den Prophet. Er teilt der Gemeinde in Gottes Namen die von Gott erhaltenen Offenbarungen und Visionen mit. Die Botschaft des Propheten erbaut, ermahnt und tröstet die Gemeinde. Brauchen wir Erbauung, wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst kommen? Brauchen wir Ermutigung, wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst kommen? Ich habe mal eine Karikatur gesehen über den Sonntagsgottesdienst. Da haben sich zwei Christen nach der Kirche getroffen. Und der eine sagte zum anderen, na, hast du dir auch schon deine Sonntagsprügel abgeholt? No, wir wollen ermutigen. Wir wollen natürlich auch ermahnen. Aber wir möchten stärken und die Gemeinde soll blühen dürfen. Ich darf in die Gemeinde kommen mit meinem Alltagsstress, mit meinen Nöten, die ich durchlebt habe, mit meinen Nöten und Ängsten. Und ich darf dorthin hinkommen und erfahren, dass Heilung da ist. Und ich sage dir noch etwas, ich wünsche mir eine Gemeinde ohne Scham. Eine Gemeinde ohne Scham, wo du sagen kannst, wo der Schuh drückt, wo du sagen kannst, wo es schmerzt, wo du Dinge sagen kannst, die nicht populär sind, wo du sagen kannst, ja, ich bin ein Kind Gottes geworden, aber da ist ein Punkt, ich sündige immer noch, wo du dich nicht verstecken musst, sondern sagen darfst, was in deinem Herzen ist. Eine Gemeinde ohne Scham, die Menschen aufnimmt. Mir gefällt Jesus. Bei diesem Mann, der dort in diesem Gottesdienst war, wo Jesus war, der eine verdorrte Hand hatte, was tat er? Er stellte den Kranken in die Mitte. Nicht an den Rand, sondern in die Mitte. Ich sag dir eins, der Heilige Geist möchte das bewirken. Dann haben wir die Lehrer. Auf der Grundlage des Wortes Gottes trägt der Lehrer zu Entwicklung der Gemeinde bei. Er unterrichtet, er baut sie in der Erkenntnis Gottes. Dann der Evangelist, ich liebe ihn. Ja, weil ich einer bin. Aber ich sag dir eins, der Evangelist ist manchmal, wenn sich ganz viele Pastoren treffen,
die zweite Wahl von einem nicht gewordenen Pastor. Ich sag dir eins, wir dürfen auch aufhören mit Unterscheidung. Wir brauchen alle fünf. Habt ihr mich noch lieb? Okay, danke. Ja, ich muss mich vergewissern. Er ist ein Bote der Erlösung Jesu Christi und legt so das Fundament für die Gemeinde, indem er neue Menschen für den Glauben gewinnt. Und dann haben wir den Hirten. Er ist Hüter und Leiter und Fürsorger der Schafe Jesu Christi in der Gemeinde. Ist das nicht gewaltig? Was für ein Kraftpaket haben wir vom Herrn bekommen? Der Heilige Geist mittendrin. Ich sag dir, gewaltig. Der Heilige Geist in der Gemeindeentwicklung. Nächste Folie. Gemeindeentwicklung ist eigentlich immer Menschenentwicklung. Und jetzt komme ich zu diesen drei Punkten, die mir wichtig geworden sind. Menschenentwicklung, da können wir die nächste Folie bringen. Menschenentwicklung. Hier geht es um Entwicklung. Kannst du die nächste Folie bringen? Hier geht es um Entwicklung. Also, ich starte nochmal hier. Der Heilige Geist in der Gemeindeentwicklung. Erstens, Menschenentwicklung. Hier geht es um Entwicklung. Das Erste, was ich fördern muss, ist die Beziehung zum Heiligen Geist. Amen. In unseren Gemeinden. Das Erste, was ich fördern muss, ist die Beziehung zum Heiligen Geist. In der Beziehung mit ihm gibt er Kraft und in der Beziehung mit ihm schenkt er seine Gaben. Wir haben ein neues Leben durch Jesus bekommen. Und hier wiederhole ich ein bisschen. Wir sind ein neues Gefäß geworden, damit Gott in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Amen. Gott möchte uns mit seinem Geist füllen, um Jesus über alles andere zu lieben und ihn zu verehren. Halleluja. Und wir brauchen es so sehr, mit dem Heiligen Geist in enger Verbindung zu leben und seine Kraft zu bekommen, wenn wir sehen wollen, dass das Reich Gottes in unserem Land expandiert. Aus diesem Grund, wenn es um Menschenentwicklung in deiner Gemeinde geht, musst du diese Beziehung zum Heiligen Geist fördern, ansprechen, groß machen. Dieses Fördern geschieht am Ende in Gegenseitigkeit. Merkt ihr mal das Wort Gegenseitigkeit. Ich fördere meinen Bruder und mein Bruder fördert mich. So sind wir beide Geförderte. Amen. War das zu schwer? Also ich fördere und er fördert mich und dann sind wir beide Geförderte. Man kann das auch ganz einfach sagen, ganz, ganz einfach. Man könnte es auch Jüngern nennen. Schau, wir müssen das Leben der Menschen in der Gemeinde mit dem Heiligen Geist fördern und prägen. Und jetzt komme ich zu einzelnen Punkten, wo ich einfach das Empfinden habe, dass wir Mangel haben. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sprich in Klammer Geistestaufe, dass wir das neu fördern. Amen. So viele haben es nicht. So viele sprechen nicht in neuen Sprachen. Ich kann mich noch gut an meine Jugendzeit erinnern. Wir hatten in unserer Gemeindeentwicklung am Anfang nur Jugendarbeit. Und da war das Thema Heiliger Geist riesengroß. Es war gewaltig groß. Verstanden haben wir nicht viel, aber das Thema war groß. Das war riesengroß. Aber ich bin froh, was wir heute alles verstehen. Dafür ist das Thema nicht mehr so groß. Deswegen, da müssen wir switchen. Back to the roots. Aber ich weiß noch gut, wie in unserer Jugendgruppe, keiner hatte die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, keiner sprach in neuen Sprachen. Aber es entstand eine Sehnsucht. Wir haben Gebetsstunden gehabt, wir haben gebetet, wir haben gekämpft, wir haben gerungen vor dem Herrn. Uns kam nichts. Wir haben aber weiter gerungen, weiter gekämpft und dann plötzlich, oh, der hat's bekommen. Und ich sag dir, die Jugend stand da und der Eifer wurde größer. Wir haben uns ereifert und ich war in demselben Kampf drin. Ich habe gerungen vor dem Herrn, links und rechts und alles, was ich wusste. Aber es war so schwer für mich irgendwie. Aber es war die Sehnsucht da. Herr,
diese Taufe im Heiligen Geist, diese Erfüllung. Ich möchte diese Sprachen sprechen können als meine Gebetssprache. Ich lag vor dem Herrn und dann weiß ich noch, auf einer Konferenz, ich glaube, es war in Urbach oder irgendwo hier in der Region, und da war ein Altarruf und ich stand vorne und ich habe gelernt, der Heilige Geist gibt mir das auszusprechen. Er macht das, ich spreche. Er kommt nicht, um meinen Kiefer da zu bewegen und so weiter, was man so für Vorstellungen hat und so. Und plötzlich, ich stand dort und ich betete Gott an von ganzem Herzen. Und plötzlich höre ich und empfinde ich Worte, die ich nicht verstehe. Die ich nicht verstehe. Und ich fange an, sie auszusprechen, weil die Bibel sagt, ich empfange wie? Ich empfange im Glauben. Ich empfange im Glauben. Du, und dann brach das durch in meinem Leben. Es war so etwas Gewaltiges. Halleluja! Und ich erzählte jetzt auch zu denen, die es empfangen hatte. Und so ging das durch unsere Jugendgruppe durch. Das war eine Sehnsucht und eine Gegenwart Gottes und eine Herrlichkeit Gottes. Halleluja! Und dann bin ich von der Konferenz heimgefahren, einen Tag später. Boah, Gott, warst du das? Nee, vielleicht war das doch ich. Und ich fing an zu kämpfen mit Zweifeln. Und hier musste sich der Glaube bewähren. Ich bin zu unserem damaligen Seniorpastor gegangen und habe ihm meine Not gesagt. Du, ich habe da in neuen Sprachen gebetet, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich war mir ganz sicher, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher und so weiter und habe ihm das so vorgelegt. Und er sagte zu mir, ach, das ist normal. Und ging. Keine Erklärung. So, ich musste darum kämpfen, aber ich hatte empfangen und ich möchte dich ermutigen, wenn es um Menschenentwicklung geht in unserer Gemeinde als Pfingstgemeinde, sollen und dürfen wir fördern, dass Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Amen. Denn der Täufer in den Heiligen Geist ist niemand geringerer als Jesus selbst. Denn in Matthäus 3, Vers 11 heißt es, wer umkehrt zu Gott, den taufe ich mit Wasser, der aber, der nach mir kommen wird, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe hinterherzutragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Er ist der Täufer. Und dann der Heilige Geist als Ausrüstung zum Dienst entdecken. Auch das dürfen wir fördern. Ich lese nochmal Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und so weiter. Das dürfen wir fördern, wenn es um Menschenentwicklung geht in unserer Gemeinde. Und dann darf ich auch den Auftrag sehen, den ich habe. In Markus 16, 15, dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und den Kranken, denen werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund. Ist das nicht ein gewaltiger Auftrag? Ist das nicht eine gewaltige Wirkung? Und wenn ich das sehe und dann mich sehe, dann sage ich, Gott, tut mir leid, kann ich nicht. Schaffe ich nicht. Ich brauche dich. Amen. Und das ist das Kostbare an Gott. Er hat uns nicht nur einen Auftrag gegeben, er hat uns auch einen Werkzeugkasten gegeben. Was in Markus 16 steht, das wünsche ich mir in Deutschland. Das wünsche ich mir in unseren Gemeinden, in unserem Gemeindeumfeld. Wir wollen es fördern, sich ausstrecken nach den Gaben des Heiligen Geistes. Das gehört zur Menschenförderung, dass wir das fördern. Die Ermutigung, die Zungensprache als persönliche Gebetssprache zu nutzen. Denn in 1. Korinther 14, 18 steht es, ich bin Gott dankbar, dass ich mehr als ihr alle anderen in unbekannten Sprachen spreche. Paulus. Ist das nicht gewaltig? Auch das darf ich fördern. Sich auf die Führung des Heiligen Geistes im täglichen Leben ausrichten. Auch das ist wichtig zu fördern, wenn es um Menschenentwicklung in der Gemeinde geht. Dass wir uns ausrichten, in unserem täglichen Leben geführt zu werden durch den Heiligen Geist.
Und ich finde das so fantastisch, dass ein König und ein Staatsmann namens David gesagt hat, ich bin ein Geführter. Amen. Ich bin ein Geführter. Ich möchte geführt sein vom Heiligen Geist. Das Erwarten von Zeichen und Wundern fördern. Ich höre da eher ja, aber. Und ich möchte sagen, ja, aber Gott. Amen. Und totale Offenheit für die Präsenz des Heiligen Geistes fördern. Dann entsteht Vision für das Leben und für die Gemeinde. Das ist dieser erste Punkt, Menschenentwicklung. Hier geht es um Entwicklung und zwar ganz speziell mit dem Thema Heiliger Geist. Die Gemeinde oder der Heilige Geist in Gemeindeentwicklung. Zweiter Punkt, Gemeindeentwicklung, Oikos Ekklesia. Ich habe mal diese beiden Bilder genommen. Hier geht es um Prägung. Du darfst einfach weiterschalten, ja genau. Hier geht es um Prägung. Und das möchte ich ein bisschen kurz anschauen. Ich finde das wichtig. Die Gemeinde wird zunächst einmal als Haus, als Oikos verstanden. Oikos war im antiken Griechenland die Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft, die den Lebensmittelpunkt bildete. Oikos bedeutete übersetzt Haus. Man verstand darunter alle Menschen, die in einem Haushalt leben. Und wenn wir das mal nehmen als Gemeindebild, gewaltig. Alle, die in deiner Gemeinde in diesem Haushalt leben. Und ich schicke hier voraus, das Neue Testament macht unmissverständlich klar, wer der Eigentümer der Gemeinde ist. Denn die Gemeinde ist Gottes Bau. Oder sagen wir es so, die Gemeinde ist Gottes Haus. Und die Gemeinde ist Gottes Wohnstätte und Haus. Und Gott ist der Hausvater der Hausgenossen. Halleluja. Und jetzt hier ein ganz wichtiger Punkt. Die Verwirklichung des Baus der Gemeinde geschieht nicht ohne den Beistand des Heiligen Geistes. Wir brauchen ihn in dieser Gemeindeentwicklung. Die Gemeinde wird als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet, 1. Korinther 3,16. Die Gemeinde wird durch die einzelnen Glieder, die mit ihnen von Gott erhaltenen Gaben der Gemeinde dienen, gebaut. Und das ist dieses Haus, ein Haushalt, eine Familie, ein Haushalt prägt. Stimmt's? Wer ist in einer Familie aufgewachsen? Ja, ich hoffe doch die meisten. Aber weißt du, da bist du geprägt worden. Entweder schwäbisch oder bayerisch. Du bist geprägt worden. Und weißt du, so ist Gemeinde auch. Dieses Bild von einem Haus beziehungsweise einer Hausgemeinschaft ist ein ganz starkes Bild für Gemeinde. In dieser Gemeinschaft, die aus kleinen Gruppen und der Familie gebaut wird, wirst du geprägt. Da hat's die Schwester Schleifstein und den Bruder Hammer. Bei euch nicht? Doch. Weißt du, hier lernst du Gemeinschaft, hier erlebst du Liebe, hier erlebst du Korrektur und du kannst in dieser Gemeinschaft das wirken, was der Heilige Geist möchte und du kannst ihn erleben in Gemeinschaft. Denn du sollst ihn erleben in Gemeinschaft. Denn nur in Gemeinschaft entstehen Spannungsfelder in deinem Leben, wo du den Heiligen Geist brauchst, der auch mal in dich hineinspricht und sagt, guck mal, du bist jetzt unglaublich verletzt. Du möchtest jetzt gerade gar nicht vergeben. Aber ich empfehle dir, vergib, ich helfe dir. Originalton Beistand. Amen. Das ist etwas Gewaltiges. Und so können wir lernen, in Gemeinschaft stark zu werden, den Heiligen Geist zu hören, zu spüren. Und wir können in Gemeinschaft wachsen. Wie schön, wenn in der Gemeindegemeinschaft das Wirken des Heiligen Geistes erlebt wird. Und die Gaben des Geistes, wie ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis und so weiter, erlebt werden können. Wenn denn eine Gemeinde, die lebt, ich sage jetzt einen ganz wichtigen Satz, hör gut zu. Denn eine Gemeinde, die lebt, die pulsiert, wo Zeichen und Wunder geschehen,
Sie ist attraktiv. Sie ist anziehend. Sie entwickelt sich zu einem Haus des Brotes, wo man geistlich satt wird, wo die Seele Heilung erfährt und wo ein Leben im Glauben geprägt wird. Das wünsche ich mir als Heiliger Geist Gemeindeentwicklung in unseren Gemeinden. Amen. Halleluja. So entsteht Hunger nach mehr. Das haben wir gestern Abend auch gehört von Peter. Hunger nach mehr. Lebendige Gemeinde ist die beste Werbung für die Welt. Tote Gemeinde nicht, aber lebendige Gemeinde. Und die können wir sein, gewirkt und geführt durch den Heiligen Geist. Wir kommen zum dritten Punkt. Die Gemeinde und ihr Leben in der Gesellschaft. Hier geht es um Einfluss. Bevor ich an diesen Punkt komme, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich war in Pakistan unterwegs, Karachi und Lahore, und wir haben dort evangelisiert. Ich habe zum ersten Mal einen Pastor erlebt, der eine Magnum in seinem Gürtel hat. Das ist kein Eis, das ist eine Pistole. Ja. Also es war eine spannungsgeladene Situation. Und wir hatten immer abends irgendwo in einer Enklave oder in einem Stadtteil eine Evangelisation. Und dann sagte er, heute Abend gehen wir zu einer Schwester. Sie ist so eine glaubensstarke Frau. Und sie stellt ihr Haus zur Verfügung. Sie hat keine Angst und so weiter. Weil es ist ja eine spannungsgeladene Situation, gerade auch in der muslimischen Welt. Auf jeden Fall, wir kommen dorthin zu diesem Haus und man sagte mir, die Evangelisation findet auf dem Flachdach statt. Ich dachte, das kann nicht groß sein, aber ich wurde überrascht. Und das war schon speziell. Ich kam in dieses Haus rein und da hörte ich in einem Raum lautes Chorgebet. Da wurde gebetet, mein lieber Mann, ich sag dir, wie in alten Zeiten bei uns. Back to the roots. Da wurde gebetet, gebetet, gebetet. Und dann kam eine ältere Frau raus, die Eigentümer dieses Hauses, die diese Kühnheit und Mut hatte. Und sie sagte, meine Gebetsleute sind gerade da. Und ich dachte, oh, alles weise, große, greise Menschen, Lebenserfahrung etc. etc. Jetzt kam ich in diesen Raum rein. Der ganze Raum war voll mit Kindern. Sie beteten. Für diesen Evangelisationsabend. Die Gegenwart Gottes war da. Der Heilige Geist war da. Du hörtest, wie sie in neuen Sprachen beteten, wie sie kämpften um diese Evangelisation an diesem Abend. Ich sage dir, gewirkt vom Heiligen Geist. Warum? Es ging aus der Gemeindegemütlichkeit hinaus in eine gefährliche Welt. Die Verkündigung hinein in die Gesellschaft. Und dann kam ich aufs Flachdach. Da hatten die doch eine PA-Anlage aufgebaut, mein lieber Mann. Das war ein Ding. Und dann über 100 Leute auf diesem Dach. Und dann haben die angefangen. Ich habe zuerst meine Ohren zugehalten, weil das war so laut. Ich habe gedacht, die beschallen ganz Karachi. Das war ein Donner, ich sage dir, es waren nur 100 auf dem Dach, aber Zehntausende, glaube ich, im Umfeld haben zugehört. Und ich sage dir, die haben Gott gepriesen, diese Dunkelheit, die Scheinwerfer waren da, es donnerte. Und dann habe ich angefangen zu predigen und ich dachte, du meine Güte, du stehst hier mitten auf einer Abschussrampe. Aber ich sage dir eins, Gottes Schutz ist da. Der Gebetsofen im ersten Stock von Kindern war da. Was war da? Der Heilige Geist. Amen. Und viele kamen auf diesem Dach zum Gebet und was außenrum noch alles geschah, weiß ich nicht. Aber ich sage dir, das Evangelium floss raus in unsere Gesellschaft. Und jetzt sage ich dir etwas, was jetzt gleich den dritten Punkt betrifft. Wir gehören nicht in Gemeindemauern. Wir gehören in die Gesellschaft. Amen. Wenn du Gemeinde entwickeln willst, musst du einen Geist entwickeln, gewirkt durch den Heiligen Geist, wo Menschen nach draußen treibt und ihr Evangelium, das sie erlebt haben, weitergeben, authentisch, echt, an ihrem Arbeitsplatz, in der Politik, in der Medizin, in der Pädagogik, wo auch immer. Aber wir wollen uns das ein bisschen näher anschauen. Gemeinde wird im Neuen Testament auch als Gemeinschaft der Versammelten beschrieben. Zwei griechische Begriffe werden hierfür gebraucht, Synagoge und Ekklesia. Die Ekklesia war eine
Volksversammlung in den Städten des antiken Griechenlands. Und jetzt pass auf, dieser Begriff Ekklesia, im Neuen Testament wurde die Versammlung von Christen Ekklesia genannt. In der Apostelgeschichte und in den Briefen von Paulus wird der Begriff häufig verwendet. Meistens bezeichnet Ekklesia hier die lokale Gemeinde, wie zum Beispiel die Gemeinde zu Thessaloniki oder die Gemeinde Denkendorf oder die Gemeinde zu Albershausen. Whatever, du kannst deine Gemeinde einsetzen. Der Ortschaftscharakter der Ekklesia ist dabei bezeichnend, da hier eine Anlehnung an die Ekklesia des griechischen Polis Stadt vorgenommen wird. Die christlichen Gemeinden im Neuen Testament wurden als Ortsgemeinden gedacht. Deswegen, unsere Gemeinden sind und sollen Ortsgemeinden sein. Amen. Gemeinden am Ort. Und wir haben als Mitglieder dieser Gemeinde ganz viel zu tun mit dem Ort. Okay? Ganz viel. Ihre Bezeichnung erhalten Sie von der geopolitischen Lokalität, in der Sie liegen, wie die Gemeinde in Rom, Philippi, Ephesus und so weiter. Die Verantwortung dieser Gemeinde ist primär ortsgebunden. Deine Verantwortung von gemeindeinterner Entwicklung und deine Verantwortung für Gemeindeentwicklung außerhalb liegt in deinen Händen. Amen. Und da möchten wir uns vom Heiligen Geist führen lassen, dass wir ein Sprachrohr werden in unserer Gesellschaft. Und wenn du unsere Gesellschaft heute anschaust, mit den Nöten und mit dem Chaos, was wir gerade erleben, mit 1000 Fragen, die irgendwie keiner beantworten kann, dann sind wir als Gemeinde Jesu gefordert. Amen? Oder wird es zu schwer? Ich sag dir Amen. Wir sind gefordert, herausgefordert. Wenn man an das Wesen und an den Auftrag der Gemeinde als Ekklesia denkt, ist es von Bedeutung, das Wort Ekklesia zu verstehen. Die politische Ekklesia wurde einberufen, wenn es um das Wohl der Stadt ging. Uns soll es auch um das Wohl der Stadt gehen, stimmt's? Sagt das die Bibel? Ja. Uns soll es um das Wohl der Stadt gehen. Als Versammlung der Christen kommt die Ekklesia nicht nur als gottesdienstliche Gemeinschaft zusammen, sie entscheidet auch über alle Bereiche des menschlichen Daseins. Wir sprechen nicht nur in unsere Gemeinde, sondern wir haben auch die Möglichkeit, uns außerhalb der Gemeinde in unserer Gesellschaft einzubringen. Amen. Und ich sag dir, wenn du dich einbringst, dann erfährst du Einfluss. Und wenn du Einfluss erfährst, dann wirst du bekannt. Du bist nicht irgendeine Subkultur, sondern du bist die Gemeinde vor Ort. Amen. Halleluja. Diese Entscheidungen betreffen zuallererst das Leben innerhalb der Gemeinschaft von Christen. Hier taucht die Frage auf, hat die Ekklesia einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag? Die Antwort ist eindeutig ja. Amen. Halleluja. Die Gemeinde ist eine Ekklesia und damit auch eine soziopolitische Größe vor Ort. Sie wird als Entscheidungsträger, als die eigentliche Verantwortliche in Sachen der Mission Gottes in der Welt begriffen. Ihr Auftrag ist nicht nur einzelne Menschen zur Nachfolge Jesu zu bewegen, sondern die Völker zu Jüngern zu machen. Halleluja. Ich möchte mit ein paar Fragen abschließen, aber ich starte mal mit einer. Hat deine Gemeinde Einfluss in deiner Stadt? Das ist eine Frage. Hat deine Gemeinde Einfluss in deiner Stadt? Weiß man, dass es dich gibt? Ich sag dir, ich fordere dich heraus. Beweg dich neu hinein in die Gesellschaft mit dem Evangelium von Jesus Christus, geführt und gewirkt durch den Heiligen Geist. Halleluja. Schau, ich gehe mal ein bisschen zurück in die 70er Jahre an der Schweizer Grenze. Wir waren ja jung, man würde sagen jung, dumm und dynamisch, aber das Dumm lasse ich mal weg. Jung waren wir und dynamisch.
Das waren wir. Und in der Zeit, da gab es bei uns eine spezielle Sache. In der Schweiz, auf der Schweizer Seite, waren Nachtclubs verboten. Auf der deutschen Seite waren sie erlaubt. Und so entstand ein Nachtclub nach dem anderen, die ganze Schweizer Grenze entlang, deutsche Seite. Und dann passierte es, jeden Tag hunderte von Autos kamen aus der Schweiz abends in die Nachtclubs. Jeden Tag. Manchmal waren die Parkplätze voll und du wusstest genau, es läuft wieder voll alles ab. Und dann hatten wir als Jugendgruppe eine Aktion geplant. Und zwar, wir wollten auf diesen Missstand aufmerksam machen und sind 2, 3 Nachtclubs haben wir uns vorne hingestellt mit Schildern, haben einfach mal so ein bisschen ja, Revolution gemacht. So könnte man das nennen. Und ja, die Presse war da und hat Bilder gemacht und so weiter. Und dann standen wir von dem damaligen bei uns bekanntesten blauen Bock. Und dort standen wir und haben gesungen und haben aufmerksam gemacht auf dieses ganze Thema. Und dann kam der Nachtclubbesitzer raus und sagte zu uns, wenn ihr Mut habt, kommt ihr rein. Da haben wir gesagt, okay, wir haben Mut, wir kommen auch rein, aber wir haben eine Bedingung, das Programm wird unterbrochen. Mach ich, sagt er. Okay, wir sind da reinmarschiert in diesen Nachtclub. Und was der natürlich nicht gemacht hat, war das Programm unterbrechen. Wir haben protestiert, haben uns umgedreht und haben gesagt, hör mal, wir gehen wieder raus. Wir haben unseren Mut bewiesen. Nein, nein, bleibt hier. Und dann bekamen wir die Bühne. An diesem Abend waren etwa 150 Männer in diesen Räumlichkeiten. Wir standen auf dieser Bühne. Wir konnten nichts sehen. Es strahlte nur Scheinwerfer auf uns ein. Und dann haben wir gesungen, haben Zeugnis gegeben. Ich weiß noch, wie durch diesen Nachtclub es hindurchhallte. Amazing Grace. Ich sag dir eins. Ob dramatisch oder nicht dramatisch, wir müssen in unsere Gesellschaft. Amen. Wir müssen in unsere Gesellschaft. Aber jetzt kommt der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Der Einsatz war vorbei. Wir sind nach Hause gefahren. Kannst du dir vorstellen, als Jugendgruppe Abenteuer pur. Und mit dem Heiligen Geist kannst du Abenteuer pur erleben. Brauchst du Abenteuer? Abenteuer pur. Auf jeden Fall ein paar Tage später kommt ein Zeitungsartikel im Aargauer Tagblatt mit Hauptüberschrift Retter im Sumpf. Und dann kam ein Artikel über unseren Einsatz im Blauen Bock und das konnte nur jemand schreiben, der selber drin war. Und dieser Journalist war selber drin und er schrieb so positiv über das, was wir dort getan haben. Ich war platt. Ich dachte, mein Gott, das Licht des Evangeliums kann auch an der dunkelsten Stätte, wo Ehen zerbrechen, wo Chaos geschieht, wo Schmerz geschieht, wo Missbrauch geschieht. Dein Evangelium kann dort leuchten. Amen. Brauchen wir das? Machst du mit? Okay. Ein paar Fragen zum Schluss, die sind mir wichtig geworden. Ist das Zeugnis der rettenden Liebe Jesus in deiner Stadt bekannt? Ist die Gemeinde bekannt? Wird die Gemeinde im sozialen Leben des Ortes wahrgenommen? Hat die Gemeinde ein Angebot für Schwache vor Ort? Ist die Gemeinde ein Ort für junge Menschen? Ist die Gemeinde eine Stimme der Kommunalpolitik? Hat die Gemeinde Zugang zur Geschäftswelt? Hat die Gemeinde Zugang zu den Schulen vor Ort? Ich möchte dich herausfordern. Lasst uns diesen Auftrag annehmen, in die Welt hinauszugehen, das Evangelium zu bringen. Halleluja! Das gehört zur Gemeindeentwicklung. Und ich sage dir, wenn du anfängst, nach draußen zu gehen, hast du keine Zeit mehr für deine internen Probleme und Streitigkeiten. Wir müssen uns mehr ausrichten zu den Menschen, die Gott brauchen. Wie ständige, dauernde Dauerseelsorge. Ich verteufle hier Seelsorge nicht. Versteht mich nicht falsch. Wir brauchen sie, wir schätzen sie und wir werden sie wahrscheinlich immer brauchen. Aber es ist einfach der Punkt, dass wir aufhören, uns um uns selbst zu drehen und den anderen zu sehen. Amen. Halleluja. Halleluja. Unser Gemeindeumfeld vor Ort ist der Platz,
wo ich positiven Einfluss haben kann. Deshalb ist es wichtig, mich vom Heiligen Geist führen zu lassen, dass in all diesen Bereichen des täglichen Lebens Jesus sichtbar werden kann. Ich habe mit vielen Gemeinden Kontakt. Eine Gemeinde, mit der ich auch einen guten Kontakt habe, sie ist etwas größer. Und sie hat sich dieser Frage gestellt, Gemeinde und Gesellschaft, wie gehen wir damit um? Und sie haben Folgendes gemacht. Sie haben sich in ihrer Gemeinde umgehört, wo haben wir Leute, die politisch aktiv sind? Und sie haben festgestellt, von allen Parteien haben wir Leute in unserer Gemeinde. In der Parteienlandschaft streiten die sich, aber bei uns beten sie zusammen Gott an. Okay, sie haben die zusammengenommen als kleine Gruppe in der Gemeinde mit dem Auftrag, überlegt euch mal, wie könnt ihr mit dem Wort Gottes hineinwirken in eure politisches Umfeld? Aufgabenauftrag. Dann haben sie geschaut, wie viele Leute haben wir denn aus der medizinischen Welt, Ärzte, Krankenschwestern und so weiter. Sie haben sie zusammengenommen und haben ihr dieselbe Aufgabe gegeben. Schau doch mal, was man tun kann, damit das Evangelium hier reinfließt und durch diese Leute weitergegeben werden kann. Dann haben sie die Schulen und die Pädagogen zusammengenommen und so haben sie einen Kreis nach dem anderen entwickelt. Und ich sage dir, diese Kreise überlegen, was können wir tun, wie können wir in die Gesellschaft reingehen. Sie nehmen andere dazu und das Evangelium blüht und leuchtet. Ist das schön? Halleluja! Amen! Wir möchten Gemeinde entwickeln, indem wir Menschen entwickeln. Wir möchten Gemeinde entwickeln, indem wir das Haus sehen, wo wir geprägt werden. Wir möchten Gemeinde entwickeln, die Einfluss hat. Machst du mit? Amen. Amen. Bis hierhin die Botschaft. Dankeschön. Gut, dann sind wir mit dem Morgenprogramm durch. Ich möchte euch auch dann in die Mittagspause entlassen. Vom Haus habe ich nochmal die Informationen bekommen und da möchte ich euch bitten, nochmal gut zuzuhören. Wir dürfen nicht im Gartensaal 2, 3 oder 4 essen. Das sind die Essensräume, die wir die letzten Jahre genutzt haben. Aber die sind für andere Gäste reserviert. Und wenn ihr dort esst, dann esst ihr den anderen sozusagen das Essen weg. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen ja auch hier gute Vorbilder sein. Von dem her einfach die Bitte, unsere Essensräume sind in diesem Jahr im ersten Obergeschoss. Das ist der Speiseraum und der Festsaal. Und da einfach bitte haltet euch dran, geht hoch und vor allem, das war die zweite Message an uns. Wir sollten uns auch an die Essensschichten halten. Jetzt um 12 Uhr macht die erste Schicht, das ist die blaue Schicht. Das heißt, ich gehe gleich rüber. Und die zweite Schicht sind die gelbe Schicht. Die haben quasi um 12.45 Uhr. Jetzt blaue Schicht, 12 Uhr und dann 12.45 Uhr. Und ich mache hier Abschluss. Und wir können dann gleich rübergehen, den, wo es betrifft. Und wir sehen uns alle, wo Teil der Bundesversammlung sind, hier um 14 Uhr. Kommt bitte ein paar Minuten früher, tragt euch mit eurer Unterschrift ein, damit wir hier auch entsprechend pünktlich starten können. Vielen Dank, seid gesegnet. Ich wünsche euch einen guten Appetit.